Ja, meine Freunde, seid gegrüßt. Jetzt spricht Andy, ein neuer Part von Luigi's Mansion. Moment, ich muss die Partnummer ändern. Wir haben jetzt Nummer 13. Also ich hoffe, dass eine Unglückszahl oder eine Glückszahl wird, nicht wahr, Freunde? Ja, wir haben im letzten Park die Burg betreten. Wir haben noch zwei Boos gefangen und die Burg betreten. Und die Kugeln da, ich habe die eine Kugel, die ich vorhin verpasst habe, ich habe es jetzt den Raum nochmal schnell gemacht. Da waren doch einige Scheine drin, lohnt sich durchaus, die zu machen. Also, wenn ihr das macht, die hintere, die linke Kugel, die ganz im Hintergrund ist, unbedingt aufmachen. Die rechte nicht unbedingt, da ist nur eine Falle drin. Da sind einige Scheine. Ja, hier kommt ein sehr interessanter Raum. Hier müssen wir auch wieder, da seht ihr ein Juwel, der auch Kopfzerbrechen bereiten kann. Hier müssen wir wieder viel mit Fluigi arbeiten. Dann mal hier ein bisschen Geld rausholen. Dann haben wir hier ein Leuchtdingen. Eine Perle, sehr schön. Oh Mann. So, und hier sehen wir so ein Rad, das durch Pusten und Saugen bestätigt werden kann. Und wir müssen uns ganz aufmachen, sonst geht der Aufzug nicht richtig auf. Hat mich beim ersten Mal auch ein bisschen vor Rätsel gestellt. Da fahren wir hinab. Holen uns Fluid wieder ran. Und da seht ihr, dieses Rad betätigt auch den Aufzug, weil wir wieder hoch wollen. Ja, das ist möglich. Hier haben wir eine Schnur. Ah ja, das ist eine Falle für Luigi, okay. Aber wir müssen Luigi oben lassen, weil wir da Luigi sonst nicht. Na gut, wir könnten ihn natürlich auch runterfahren lassen. Dafür gibt es ja den zweiten Aufzug. Ja, die Mäuse kommen hier unendlich, auch ein kleiner Farming-Spot, wenn man mal ein paar Münzchen haben will. Ja, und an, daran zu kommen, da ist hier, da oben seht ihr es, noch so ein Rad. Das habe ich auch erst nicht gesehen und auch andere Let's Player-Kollegen haben das zuerst nicht gesehen, zum Beispiel Luxer King. Die hat das auch nicht gleich gesehen. Bei denen habe ich die auch geschaut. Wow. Und doch, hier müssen wir. Genau. Ja, vier haben wir schon. Wie gesagt, die Mäuse kommen immer wieder, immer und immer wieder. Und ja, hier können wir auch nicht durch, weil das ist abgeschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel und der befindet sich natürlich auf der anderen Seite. Die wir erstmal hier eine Tür sichtbar machen müssen. Oder was ist hier diese Tür zumindest? Das Ding aber auch schaden. Wie gesagt, ihr seht manchmal, dass sie sogar einen Geldschein. Mäuse. Ja, hier kann man jetzt öffnen und sie durchgehen. Ja, hier seht ihr wieder diese Bodenplatten und natürlich da hinten seht ihr Pfeile. Wenn wir da lang gehen wollen, werden wir beschossen. Also müssen wir was anderes machen. Mädchen, ah ja. Ein bisschen Geld und ein Herzchen. Und zwar müssen wir denn erstmal das Ding hier anrümpeln. Weil das noch nicht ausreicht. Ja, Luigi kann auch nicht mit Pfeilen kaputt gemacht werden. Der hat nur ein Schwäche, das ist Wasser. Das andere liegt da oben drauf, auch ganz fies. Müssen wir uns erstmal herholen. Und jetzt könnten wir da durch, aber ich will erst noch mal hier unten lang, gehen wir jetzt auch noch was. Lohnt sich auch noch. Und zwar hier. Kleines Geldversteck. Ja, solche kleinen fiesen Verstecke gibt es viele. Jetzt können wir hier einfach rübergehen, jetzt können die Pfeile uns nichts mehr anhaben. Hier wäre Fluigi natürlich nicht rüberkommen, würde das Wasser, logisch. Oh, ist noch Geldbarren, die hat sich auch nicht. Wow. Natürlich ist hier der Schlüssel drin, was soll hier auch sonst drin sein, ganz logisch.
Und der nächste Raum, meine Freunde. Der Kerker sein, jawohl. Da wird uns auch ein Kampf erwarten. Ich meine gar nicht. Die Laterne kann man da unten machen. Aber wie gesagt, hier die Mäuse kommen unendlich. Hier kann man, wenn man will. Hallo? Luigi, hallo. Achso, ja. Ja, hier kommen jetzt die Mini-fetten Geister zur natürlich ins Spiel. Stimmt, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Die kann man halt ganz einfach aufsaugen. Ja, halt, mach halt durch ihre Masse eventuell, aber ja, wie gesagt, man kann ja die Mäuse unendlich abfarmen. Ja, wie gesagt, der Soundtrack ist natürlich klasse. Orchestraler Soundtrack. Jawohl, wir sind im Knast. Ja, auch so eine Falle für Luigi. Ja, Fische. Oh. Ja, hier, da seht ihr, der Schlüssel ist leider im Wasser. Da können wir leider so nicht ran mit Luigi. Das wird jetzt auch ganz fies, weil ihr seht hier schon so eine ganz merkwürdige Wand an der Seite. Das ist eine richtig fiese Nummer. Luigi muss mal ein bisschen dichter hier rankommen. So. Luigi macht uns jetzt die Tür auf. Wir holen uns jetzt den Schlüssel. Und dann wird Folgendes passieren. Luigi wird zerstört. Die Kerkertür geht zu und... kommt eine Stachelwand auf uns zu. Wir müssen uns beeilen natürlich. Oh, wir haben es geschafft. Ja, ich nehme an, natürlich, wenn wir nicht schaffen, sind wir tot, logischerweise. Ja, der nächste Raum, der steht schon stellvertretend für dafür, nämlich die Folterkammer. Jawohl, meine Freunde. Seht es euch an, voller Stacheln. Und ja, hier gibt es ein kleines Rätsel zu lösen, wie ihr seht. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir waren. Ah ja, hier, genau. Okay, wir müssen es halten. Hier ist ein, wieder so ein Rad. Damit können wir die Treppen, die Brücken bewegen. Und die eine, die linke, die wird sich dadurch bewegen. Die dreht sich im Kreis, die rechte hat halt nur ein 180 Grad Dingenskirchen. Und natürlich Pendel des Todes darf nicht fehlen. Aber die sind kein Hindernis. Aber bevor wir hier rausgehen. Oh, Luigi, ey. Gehen wir erst nochmal hier runter. Weil hier gibt es Geld. Barren, Münzen und ihr seht eine Truhe. Und die Truhe, meine Freunde, die solltet ihr auf keinen Fall vernachlässigen. Die enthält nämlich einen großen Schatz.
mal auf. In der Truhe sind nämlich... Nein, sind nur zwei. Waren nicht, ich dachte, waren drei. Ah, zwei Perlen, jawohl. Zwei Perlen noch mal ein bisschen Kleingeld. Wir haben bald 30.000 zusammen. Sehr schön. Okay, ja, auch hier ein Fallenraum. Ihr seht da die Typen mit den Armbrüsten. Und natürlich kann Luigi da nicht dran vorbei. Er würde sterben. Ja, frag mich nicht, wozu das ist. Ich weiß es nicht. Da müssen wir einfach die Wagen hier vorziehen. Dann auf der anderen Seite auch nochmal. Ah ja, hier ist der Wagen nicht ganz sichtbar. Nur die Räder sozusagen. Ja, hier wieder das auch. Ich weiß nicht, ob man das machen muss oder ob das optional ist. Hier fallen einfach nur bei Apple runter. Oder ob der Wagen sich sonst nicht bewegen lassen würde. Ja, und auch hier natürlich. Ja, ich glaube, die Vorhänge wegzumachen, das bringt nicht viel. Oh. Ja, wie gesagt, die Kleinen sind harmlos. Die können nicht viel. Die kann man halt einfach anblinken, blinken und wegsaugen. Oh, ein paar Münzen nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, ja, ja, das ist auch ein interessanter Korridor. Hier ist eine Ritterrüstung. Ja, auch hier sind wieder die Händel des Todes. Ups. Ich weiß, dass ich nicht so gewollt. Ja, hier waren wir noch jemand mit. Ich habe jetzt ein bisschen Schaden einkassiert. Ob wir den noch wieder wegmachen können vor dem Bosskampf. Ah, hier eine Fledermaus. Ich hasse Fledermaus. Ja, sehr schön. Also hier so wild ist wie ein Königtypen. Ja, und hier. Ja, eigentlich recht offensichtlich, oder, Freunde, dass hier noch irgendwas ist? Ah ja, hier ist ein Ritter, okay. Den lassen wir noch kurz stehen. Durch. So, nee. Eigentlich brauche ich den ja gar nicht mitnehmen, aber leg den jetzt mit. Ja, hier ganz offensichtlich eigentlich. Das ist halt eigentlich ein Geheimnis, was man eigentlich drauf verfangen kann, weil jeder, der halbwegs was auf sich hält als Videospieler, denkt man, wird zumindest die Vorhänge wegreißen, um zu gucken, ob da nicht Geld oder irgendwas hinter ist. Und ja, ihr seht, hier sind. Wollte eine Statue von dem König und sehr, sehr viel Geld. Auch ein Achievement dafür. Und natürlich das vorletzte Juwel. Ich glaube, die
Dinger kann man auch nicht. So, jetzt werden wir noch die Rüstung kaputt machen und... Ja, ich denke, den Kampf machen wir noch. Den kriegen wir hin. Denk mal hier unten noch Herz, wenn ich will. Dafür ist die hier, dass man halt mit voller Energie zum Bosskampf kommt. Was auch, ja, auch der wieder ist nicht so ganz einfach, aber ja, auch wieder nicht so schwer. Da, man muss wissen, was man tun muss, ansonsten, wenn man nicht weiß, was man tun muss, ist der Rest eigentlich. Hier hatte ich beim ersten Mal auch den Fehler gemacht, dass ich nicht wusste, dass man den mehrmals bügeln kann, aber das werden wir gleich sehen. Ja, der reitet jetzt hier umher mit einem vollgerüsteten Pferd und einer dicken Rüstung und so weiter und Schild. Wer die Lanze hebt, dann feuert er hier Pfeile ab. Wir müssen abwarten. Genau, jetzt wird er wohl zukommen. Wer den Schild wegnimmt, dann müssen wir ihn anleuchten und dann können wir ihn... Beim ersten Mal wusste ich nicht, dass man das hier dreimal machen kann. Dadurch hat der Kampf etwas länger gedauert, aber... Ihr seht, sein Pferd hat schon richtig Schaden jetzt genommen. Deswegen kommen schon mehr Pfeile. Ah, Mist, ich bin nicht durchgekommen, schade. Ja, das ist kein Problem. Wow. Und kaputt, kaputt, kaputt. Wer hält der Liste beim Herz? Sehr schön. Ja, jetzt ist sein Schwert nur noch mehr Grippe. Schießt natürlich noch mehr Pfeile. Oh, wow, so, sehr schön. Jetzt steht er total verkehrt rum. Luigi. Kaboom! 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 Ah, damit ist der Kampf noch nicht vorbei. Nein, nein, nein. Das ist nur die erste Phase gewesen. Ja, jetzt dreht er sich hier. Genau, und jetzt kann man ihn anleuchten. Ja, wie gesagt, wenn man erstmal weiß, was man machen muss. Aua. Was glaubt das? Ja, es geht nicht so schlimm. Ja, das ist ein Schild, ist schwer, sehr lustig. Und er gehört uns, Freunde. Kein Problem. Ja, ihr habt gesehen, der hat gerade mal zwei Treffer erreicht. Im Vergleich zu dem Pianisten, der ist natürlich völlig harmlos. Wenn man erstmal weiß, wie es geht. Ich meine, wer zum Beispiel Luxer Kling guckt. Luxer Kling hat sehr, sehr lange gebraucht, rauszutüfteln. Weil ich habe beim ersten Mal sicher auch längere Zeit gebraucht. Ich gebe zu. Ich habe beim ersten Mal auch ziemlich lange da geredet. Na nun, der scheint ja gar keine Schwachstelle zu haben. Ist ja auch nicht so offensichtlich. Ne, dass er in dem Moment, wenn er auch wo zureitet, da seine Schild einen Augenblick senkt, dass man darin leuchten soll, gebe ich auch zu. Das habe ich auch zuerst, da habe ich auch eine Weile gebraucht, um rauszutüfteln. Und Luxer Kling ging das genauso. Also von daher ist der okay, hat ein schönes Muster. Wenn man das kann, ist es natürlich deutlich einfacher, aber schöner Bosskampf, also ist okay, finde ich. Da gibt es später welche, die lächerlicher sind. Ja, da kommen wir ganz spät im Spiel zu vor Sarah Schreck kommt noch mal einer, der ist wirklich, der hat es wirklich in sich, ganz ehrlich, Freunde. Ja, und hier, jawohl, Freunde. Ach nee, doch nicht, nee. Ich dachte, hier ist der CV, aber noch nicht. Mit dem. Wow. Irgendwo hier muss der letzte. Ah, hier. Hier liegt der einfach so rum, der letzte Juwel, genau.
Also auch hier haben wir alle gefunden. Sehr schön. So. Ja, also vor, wie gesagt, Sarah Schreck kommt noch mal ein Gegner, der hat es wirklich, wirklich in sich. Also da habe ich auch lange dran rumgebastelt, bis ich den besiegen konnte. Und ich habe mir eine Methode ausgedacht, die werde ich euch natürlich zeigen. Die sind nicht ganz so, wie sag ich mal, kostenintensiv. Also, um es mal einfach auszudrücken, ich mache Teilskampf mit Fluigi, was durchaus möglich ist. Gott sei Dank. Den ersten Teil des Kampfes. Und damit verliere ich mit Luigi nicht so viel Leben. Weil das wirklich da dauernd abkratzen bei dem Kampf, weil. Ihr werdet sehen, weil der hat am Anfang einen blöden Mechanismus, sag ich mal. Ne, okay, hier war kein Geld mehr da drin. Der hat am Anfang einen sehr, sehr blöden Mechanismus und. Ja, ich denke mal, wir werden auch noch gleich den Buchen schnappen. Dazu müssen wir natürlich die Etage erstmal verlassen. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles gemacht. Wir müssen jetzt nicht nochmal weiterkommen. Ja, hier müssen wir wieder natürlich die Tür öffnen. Na. Aber ich denke, das machen wir im nächsten Part. Wir werden jetzt noch den Aufzugknopf einsetzen. Und wie gesagt, der Gegner vor diesem, wo ich den mit Luigi dann mache, zum Teil zumindest, der ist wirklich so einfach für so einen späten Gegner. Ne, im Spiel. Das ist wirklich sehr, sehr spät im Spiel. Fast am Ende. Und da kommt mal so ein lächerlicher Gegner. Ja, das versteht man manchmal nicht so ganz. Wenn man bedenkt, was man vorher zum Teil für Gegner hatte. Ja, das nächste wird sein Etage 7. Ja, Gewächshaus, wenn man so will. Wie heißt das hier? Oh yeah. Auch das ist sehr gut gemacht. Auch da ist der Endkampf nicht ohne. Ökohaus, genau so heißt es. Ja, hier gibt es wieder Hotelzimmer, aber ja, ihr werdet sehen, die haben mit Hotelzimmern eigentlich mehr gar nichts so zu tun. Die dienen nur so ein bisschen als Hinweis, dass man tatsächlich noch im Hotel ist. Ja, meine Freunde, ich denke mal, hier beenden wir den Part. Ich werde nachher noch kurz speichern und im nächsten Part werde ich dann wieder da sein, wo der Bu irgendwo versteckt ist, damit der Weg nicht so ganz lang ist, nicht wahr? Und ja, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.